Der Kontrast könnte jetzt nicht größer sein, denn jetzt geht es bei uns auf Bärenjagd mit Doppel-E und Anni Dunkelmann. Sie lässt sich heute durch essbare Landschaften rund um Hellersdorf führen. Es geht um heimisches Obst im öffentlichen Raum, um Selbstbedienung und gewisse Regeln. Dafür gibt es extra Touren und einen extra Ausblick aufs Wochenendwetter noch dazu. Achtung, wo man hintritt. Es könnte essbar sein, also auch für uns. Schon mal jungen Hopfen probiert? Schmeckt angebraten wie Spargel, sagt Magda Zahn. Natternköpfe sind super zum Salat. Und die leckere Felsenbirne steckt voller Mineralien. Komischer Name allerdings. Felsenbirne. Felsenbirne. Ja. Felsenbirne. Also, weil es hier so felsig ist in Hellersdorf, ne? Kommt eigentlich aus Kanada. Aha. Oder zumindest Teile davon. Und wird halt einfach nur als Zierstrauch angepflanzt, weil es so schöne Blüten hat. Und dann halt im Sommer so schöne bunte Hügelchen sozusagen. Manche Leute sagen auch, dass die so im Abgang was Birnenartiges hat. Die hat auch gleich im Aufgang was Birnenartiges. Ja? Auch Blut- oder Kirschpflaumen wachsen überall in der Stadt, schmecken aber noch ein bisschen sauer. Da bleibt mehr für Magdas Fahrradtouren am Wochenende übrig. Findet man auf mundraub.org. Wir pflücken immer nur so viel, wie wir brauchen. Dafür ist alles 100% vegan und unbehandelt. So wie diese jungen Ulmenblätter hier. Und morgen wird gegossen. Wir erwarten Gewitter und Sturmböen, die zum Abend auflockern. Und Sonnabend wird es wechselhaft und wärmer. Sonntag bleibt es dann trocken. Eine optimale Mischung für unsere Beeren. Guck mal, wie schön voll unser Korb schon ist, ne? Geil. Und jetzt gibt's aber noch Maulbeeren, die kenne ich gar nicht. Genau, die kennt man auch nicht so, weil die nicht im Supermarkt zu kaufen gibt, selten, weil die sich halt überhaupt nicht lange halten. Zur Ach Zeit so? Des alten Fritzes zum Beispiel, da gab's ganz, ganz viele Maulbeeren hier in Brandenburg, weil er sich so ein bisschen mit der Seidenraupenzucht beschäftigt hat und wollte, dass halt Brandenburg noch so eine Seidenproduktion kriegt, eine eigene. Bekommt, ganz genau. Hat nicht geklappt. Hat überhaupt nicht geklappt, nee. Aber die Maulbeerbäume stehen immer noch hier und man kann die noch essen und ernten. Die werden aber noch ein bisschen süßer, und zwar nächste Woche, wenn es noch schön warm noch mal wird.